Hallo da draußen, mein Name ist Kerge und wir sind mal wieder unterwegs in Forza Horizon, wollte ich gerade schon fast sagen. Nee, in Need for Speed Heat natürlich. Und wir sind unterwegs zu einem Nachtrennen, um noch ein bisschen Ruf zu sammeln, um noch ein paar Stufen aufzusteigen, um noch ein paar Teile freizuschalten, um dann mit dem entsprechenden Leistungsindex in der Story fortfahren zu dürfen. Denn im Moment geht das noch nicht, im Moment sind wir noch, was, 8 Punkte zu niedrig, irgendwie sowas in der Art. Und das Doofe ist, im Gegensatz zu den normalen Rennen, dürfen wir nicht mal versuchen, in der Story weiterzukommen, wenn wir diesen Index nicht haben. Ist das ja das Rennen, zu dem ich wollte? Nö. Das Rennen, zu dem ich wollte, das ist noch ein bisschen weiter weg. So, ich fahre hier noch ein bisschen weiter und biege dann rechts ab, dann brauche ich nur einmal abbiegen, dann macht die Sache ein bisschen einfacher. Driften klappt schon mal ganz gut. Ich habe mir das total angewöhnt, links zu fahren. Ich bin zu viel Horizon gefahren. Verdammt. Wie gut, dass dieser Cop sich nicht für Geschwindigkeitsverstöße interessiert, sondern nur in den tatsächlichen Rennen aktiv wird. Sonst hätten wir jetzt schon ein Problem gehabt. Da vorne ist ein Heli, alles klar. Habe ich so zumindest hier in Heat auch noch nicht gesehen. So, das hier ist das Rennen, zu dem wir wollten. Und ich bin komplett dran vorbeigefahren. Rückwärtsgang. Jetzt dürfen wir. Okay, für 220, wir sind auf 232. Das sollte auf jeden Fall machbar sein. So, gerade mal kurz die Pause genutzt, um mich zu muten und einmal kräftig zu räuspern. Und jetzt sollte ich für das restliche Rennen eigentlich ganz gut Zeit haben. Alles klar, Leute. Dann wollen wir mal sehen. Dass ich mich jetzt hier nicht zu sehr blamiere. In der letzten Folge konnte ich ja noch sagen, ja, ich habe ja gerade noch Horizon aufgenommen. Und das ist eine ganz andere Fahrphysik. Und da muss ich mich ja jetzt erstmal einfahren. Aber jetzt gerade nehme ich die zweite Folge in Folge auf. Folge in Folge, ist auch schön. Und da zieht das Argument natürlich erstmal nicht mehr, ne? Ist ja klar. Schön lange gerade hier. Hallo, Nitro? Ich habe noch gar kein Nitro, verdammt. Nitro, Nitro, Nitro. Okay, hat sich erledigt. Wir springen erstmal. Ja, moin. Und wir springen nochmal. Alles klar. Hat das gar kein Rundenrennen? Guck mal, der Clio fährt gar keinen Clio. Schön. Na, was willst du hier von? Oh mein Gott. Da bin ich gerade fast im Wasser gelandet und hätte es nicht mal gemerkt. Das war kacke. Das war richtig kacke. Da war ich viel zu schnell. Und habe gerade den Checkpoint verpasst. Und wurde komplett ausgebremst. Und wir sind ja gerade mal auf der Hälfte der Strecke, alles klar. Aber wenn es irgendwo auch nur nach Cops riecht, muss ich das Rennen ganz schnell neu starten. Denn sobald die in der Verfolgung sind, haben wir dazu ja keine Gelegenheit mehr. So, damit haben wir den Kollegen hier schon mal. Jetzt muss ich mir noch die 1 wiederholen. Schön weiter eben die langgezogene Kurve. Immer schön mit Vollgas. Wunderbar. Da räumt hier genüsslich die Schilder ab. Okay, da hinten sind schon die Cops auf der Minimap. Und das Rennen ist bald rum. Ich weiß nicht, ob das hier jetzt noch was wird. Ich glaube es ja fast nicht. Komm schon, Nitro ist nochmal frei. Ne, da wird nichts mehr. Okay, dann nutzen wir die Gelegenheit zum Neustart. Von dem Rennen würde ich mir ganz gerne die gesamte Erfahrung mitnehmen. Das wäre ganz cool. Und das ist ja auch machbar. Ich habe mich halt wirklich dappig angestellt. Hallo, NFS? Kringelt da unten rechts? Ja, geht doch. So, haben wir gerade noch schnell die Musik pausiert, die ist die ganze Zeit hier mitgelaufen.
Aber die Musik brauchen wir nicht. Wir haben ja das sonore Säuseln unseres Turboladers. Oder unserer Turbolader, Plural. Wie war das noch? Wenn der Motor mit mir sang, hab ich mich ganz gleich, was vor mir lag. Doch frei gefühlt für manche Stunde, manchen Tag. Was war das denn bitte? Scheiße. Okay, damit muss man ja auch. Also das ist ja, da muss man ja auch erstmal mitrechnen, ne? Wow. Das war ja mal gar nichts jetzt. Okay, go, 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 go. Komm, das Rennen, da ziehen wir jetzt hier ordentlich durch. Ich selbst bin auch schon ein bisschen durch. Erstens ist es gerade, dass ich mal gerade ganz kurz auf die Armbanduhr gucken. Ich hätte es mir sparen sollen. Ich hätte es mir einfach sparen sollen. Aber ja, wir haben es schon 11 Uhr durch, also abends. Und ich nehme jetzt schon die wievielte Folge in Folge auf. Und ja. Aber das war jetzt gerade wirklich maximal unnötig. Ich gebe es ja zu, Ich lasse es auch die Faxen. Ich sehe jetzt wirklich zu, dass ich mich hier nur hier drauf konzentriere. Gegebenenfalls auch nochmal ein bisschen stiller bin. Ein bisschen den Band spiele, ne? Wisst ihr schon. Also nicht der Reismann, sondern der Stiller. Der mit den Sportfreunden. Okay, genug geblödelt jetzt. Hey, hat aber geholfen. Mit Blödeleien auf Platz 1. Wunderbar. Hier ist der Sprung. Jahuhui! Roms. So. Vom ersten Platz aus macht es so gleich viel mehr Spaß. Und noch ein. Jawohl, weil es so schön war. Wer will nochmal warten und nicht? Und nochmal rückwärts für 5 Mark. Schön. So, hier ein bisschen rechts halten. Wow. Das war gefährlich. Gefahrlich, gefahrlich. Und in der Kurve habe ich ihn ja vorhin weggeschmissen. Dieses Mal glücklicherweise nicht. So, schön ausgedreht das Wägelchen. Na Gott. Das war jetzt nicht so gut. Wollte ich ihm einen ausweichen, ist mir der andere dann in die Ideallinie gesprungen, sagen wir es mal so. Der Kollege da hinten, der sieht hier gerade seine Chance. Der ist hier auf Attacke unterwegs. Müssen wir natürlich verhindern. Oh Mann, nicht zu weit, nicht zu weit, nicht zu weit. Alles gut, alles gut. Ich sehe ein bisschen was blinken am Rande der Minimap. Jetzt nicht mehr. Aber gerade eben war da noch was. Okay, hier an der Stelle sind wir vorne. Das ist schon mal ganz gut. Oh Gott. Wer von uns hat jetzt einen schlechteren Tag? Noch 500 Meter, alles da. Das sieht gut aus, das sieht gut aus. Da ist das Ziel. Zack, durch. Sauber. Heatstufe 1? Was? Aber wir sind doch gerade gar nicht in der Verfolgung. Oder? So, einmal den Wagen nochmal zusammengeschustert. Und dann machen wir direkt weiter mit dem nächsten Rennen. Da unten wäre eins, da unten sind aber auch Cops. Das wäre für 240, das wäre eigentlich sogar machbar. Hier oben war auch noch eins für 240. Aber ganz ehrlich, das hier ist näher. Das ist näher und wenn ich jetzt hier über die Brücke fahre und da unten rum, dann können wir den Kopf ja vielleicht umgehen. Also halte ich mich jetzt einfach mal auf der Richtung, auf der ich hier gerade ohnehin schon war. Und fahre hier entlang jetzt. Hoffentlich um die Cops außen rum. Zum nächsten Rennen. Ganz gediegen, mit einem frisch geflickten, nagelneuen Autochen. Das sollte eigentlich auch noch so ein bisschen so bleiben. Oh Mann, das hat böse gescheppert. Oh mein Gott, da kommt ein Cop. Ach du Scheiße. Weg hier, weg hier, weg hier, weg hier, weg hier. Er ist nicht abgebogen. Danke dafür. Puh. Alright.
Der Rennstart, der wird ja wohl auf der Brücke sein. Also wenn ich hier knapp einfahre, da habe ich nicht viel von. Jo, alles klar. Gut, dann fahren wir das Rennen jetzt direkt auch noch. 10.000 Erfahrungen kriegen wir dafür. Das ist nicht schlecht, die können wir gebrauchen. Was bringt eigentlich mehr, wenn ich jetzt die Rennen grinde oder wenn ich mich in eine Verfolgungsjagd schmeiße? Gesetzt den Fall natürlich, dass ich die überlebe, ne? Schon klar. Ist ja auch nicht vorweg gesagt. 3, 2, 1 und go. Okay, der erste will da vorne wohl wieder mal sein eigenes Rennen fahren. Das gefällt mir nicht. Na moin, wo willst du denn hin, hier in Grün? Mein lieber Hulk. Okay, jetzt muss ich mich hierfür aber wirklich konzentrieren. Das ist ein Rennen für eine hohe Stufe. Ich bin jetzt gerade mal ein bisschen vorne, aber kampflos wollen die mir ihre Position hier auch nicht überlassen. Bisschen Nitro wäre nochmal ganz nett auf der langen Geraden hier. Ja, bisschen Nitro wäre definitiv nett. Der Kollege, der hat eine höhere Pace als ich, zumindest nach oben raus. Andererseits haben wir hier jetzt erstmal schon mal wieder ein paar Kurven. Das ist nicht schlecht. Ja, das lief doch schon mal gar nicht mal so schlecht jetzt. Wo geht's lang? Wo geht's lang? Oh mein Gott. Alles klar. Im Zweifel geradeaus. Das scheint schon ganz gut zu passen an solchen Stellen. Okay, hier nochmal Nitro setzen. Oh mein Gott. Okay, das war genau richtig. Alles klar. Jetzt haben wir die Sprünge von eben gerade nochmal rückwärts hier, oder was? Jo. Alles klar. Alles klar. Schön, schön. Wir haben jetzt auch eine schöne Pace drauf. Leider nicht ganz so stark, wie sie sein müsste, um den Kollegen da hinten davon zu fahren. Verdammt. Nitro, 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 Nitro. Ja, schön ein bisschen in den Begrenzer rein. Das war nicht gut. Das muss ich so ein bisschen verteidigen. Komm rum. Und geh aus dem Driftmodus raus, wenn du nicht mehr drin sein sollst, verdammt. Das Hunger-Air hat gerade auch viel Zeit gekostet. Die können mich so schon viel zu leicht ausbeschleunigen. Okay, da sind Cops. ...50% der Strecke gerade mal. Ja moin, wie lang ist denn das Rennen? Also ich meine, ich finde das gut, aber das war jetzt irgendwie unerwartet. Also immer wieder diese langen Geraden. Wir brauchen auf jeden Fall mehr Leistung unter der Haube. Für solche Fälle. Das Nitro haut schon ganz gut rein. Das ist in Ordnung. Damit bin ich zufrieden. Wir haben halt wirklich den großen Vorteil in den Kurven, auch den anderen gegenüber. Auf den Geraden können die uns dann halt ganz gut ausbeschleunigen. Was ist das denn hier für eine Gegend? Ich glaube, hier war ich noch überhaupt nicht bisher. Überall tote Bäume, hat sie gebrannt? Ist das die Story hier hinter? Ich hämmere A für Nitro. Jetzt. Das ist meine einzige Chance. Ich muss mit ständigem Nitro meine Pace irgendwie aufrechthalten. Boah, die Berge hoch schleppt halt wirklich. Ich darf mich eigentlich nicht beschweren. Wir fahren hier gerade mit 200 hoch. Aber es ist halt im Vergleich zu den anderen schon schwierig, ne? Und das habe ich gerade echt zu spät gesehen. Aber es ging ja nochmal einigermaßen klar. Bisschen Rallycross hier, warum eigentlich nicht?
Ist alles drin. Die Berge hier erinnern mich so ein bisschen an Underground 2. Habe ich wahrscheinlich auch schon erwähnt, als ich das letzte Mal hier war. Boah, jetzt müssen wir hier schon wieder hoch. Sehr interessante Strecke, muss ich sagen. Aber eben auch sehr lang, mit sehr langen Geraden. Dafür ist unser Auto echt nicht darauf ausgelegt. Das ist gerade echt Stress hier. Wieder Nitro raushauen. Oh, ja, schalten. Schalten soll schon geholfen haben. Puh, alright, da sind wir durch. Das war's. Und wir haben gerade die Heatstufe erhöht. Okay, Heatstufe 2 bedeutet Multiplikator. Das heißt, wenn ich jetzt zurückfahre, dann bekomme ich ein bisschen mehr Stufe, als wenn ich jetzt nicht zurückfahre. Ihr wisst, was ich meine. Haben wir hier noch irgendwas Interessantes? Bis darunter müsste ich fahren für was Neues. Stufe 180, Stufe 200, Stufe 180 haben wir noch nicht. Die Gang nehme ich schon auf. Ja, dann fahren wir da noch eben hin. Nehmen davon noch gerade ein Rennen mit, vielleicht auch zwei. Ich habe nur ein bisschen Schiss, muss ich sagen, wenn die Heatstufe sich weiter erhöht und ich dann entkommen muss. Sagen wir es mal so, ich möchte nicht alles, was ich hier gerade eingenommen habe, gerade wieder verspielen. Abgeschlossen, soweit so nett. Fliegen hier gerade die Regentropfen um die Ohren im Tunnel. Das ist aber so nicht richtig. Ich meine ja nur. Oh, oh Gott, okay. Ja, richtig cool aus der Hochgeschwindigkeit in die Kurve einlenken, muss dann aber feststellen, dass ich irgendwie noch viel zu schnell dafür war. Das war jetzt, ja, nicht so gut. So, dann wollen wir nochmal sehen, hier nochmal um die Kurve. Kann ich noch ein bisschen übers Gras räubern. Ah, hier ist eine Rampe. Das habe ich jetzt viel zu spät gesehen. Nein! Mensch, Auto. Ich habe schon lange nicht mehr nach links gelenkt. Wir bleiben die Reparaturen eine. Okay, das ist also map-übergreifend. Soll ich jetzt wirklich weitermachen mit nur noch einer Reparatur? Komm, das 180er-Rennen, das nehmen wir noch mit. Das Risiko gehe ich jetzt noch ein. Aber dann fahren wir den ganzen Krempel nach Hause. Viel zu früh gebremst. Da ist ein Kopf. Geh weg, Kopf. Ich will mit dir nichts zu tun haben, Kopf. Lass mich in Ruhe. Da ist einer auf der Gegenfahrbahn. Sieht er mich, wenn ich hier bin? Ja. Da sieht er mich, wenn ich hier bin. Was denn auch sonst? Hier wäre eigentlich mein Rennen gewesen. Okay, der hat abgelassen, aber ich komme so nicht an mein Rennen. Verdammt. Probier mal was. Wenn ich hier durch die Pampa räuber, bis dahin, wo das Rennen ist. Ah, hier sind wahrscheinlich irgendwelche Offroad-Kurse, die man dann sonst schon mal nehmen kann. Fahren die Cops eigentlich auch Offroad? Oder kann man mit dem Offroader voll leicht entkommen? Also das wäre ja jetzt was. Alter, wie viele hier sind. Wollt ihr mich verscheißern? Geht weg. Ich mag euch nicht. Macht euch ab. Kommt keiner mehr. Der fährt weg. Dann starten wir jetzt noch eben das Rennen. Alright. Alles klar, Leute. Drückt mir die Daumen. Sowohl wegen des Rennens, als auch wegen der Cops. Und dann können wir mit ein bisschen Glück die ganze Chose gleich nach Hause bringen. Und vielleicht landen wir dann sogar auf Stufe 23. Wir können den Wagen weit genug aufrüsten für die weiteren Story-Missionen. So, und los geht's.
Die Jungs hier dürften jetzt eigentlich kein großes Problem sein. Ja, aber wir sehen es. So richtig ausbeschleunigen können wir die trotzdem nicht. Oh, zumindest den einen hier nicht. Okay, das hier ist mal wieder so ein Rennen. Wo ein NPC einfach komplett sein eigenes Rennen fährt und auf alles scheißt. Und die anderen, die fahren da hinten halt in ihrer... hallo? Nach vorne gucken? Danke. Da hatte ich jetzt gerade schon losgelassen, aber irgendwie hat er das nicht gemerkt. So, kannst du mal aufhören, mir hier so einen Druck zu machen? Das ist ein 180er Rennen. 180, das ist nicht viel. Okay, ich wusste nicht, dass ich den ganzen Camp hier wegbomben kann. Guck ich das mal an, was der mir hier einen Druck macht. Das ist doch echt nicht feierlich. Das kannst du echt keinem erzählen, was hier passiert. Alter. Verdammt. Nein. Nitro. Guckt euch an, die anderen, die fahren wir sowas von in den Boden, aber der eine hier, der scheiß drauf, der fährt ja einfach seine komplett eigene Pace. Ja, moin. Na, danke. Na, das werden wir ja erst noch sehen, mein Lieber. Okay, der Kopf scheint sich gerade mehr mit dem anderen zu befassen. Boah, Alter, das gibt's doch nicht. Allen anderen NPCs gegenüber hätten wir es jetzt locker verdauen können, aber der eine, der seine eigene Pace fährt, das funktioniert jetzt nicht mehr. Nein, 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 durch den Checkpoint durch. Noch 500 Meter. Naja gut, aus dem Rennen hier können wir wenigstens schon mal ein paar RP noch mitnehmen. Oder Rap, oder wie auch immer. Erfahrungspunkte, Stufenpunkte, ihr wisst, was ich meine. Irgendwie sowas halt. Ach, jetzt fährst du in die Wand und weißt nicht, was du machen sollst. Aber im Rennen, da fährst du einfach mal alles hier an die Wand, alles klar. Ach, Racer-Herausforderung, geh doch weg, Mann. Nerv mich nicht. Ja, von einem Kopf. Kann ich den ausbeschleunigen? Möglicherweise, aber vorne kommt halt schon der nächste. Alright. Wenn es hier nur so ein bisschen glatt geht mit dieser Straße hier, dann... Es geht nicht glatt. Aber ich entkomme gerade. Komm schon, hier gerade. Ich dachte, ich könnte... Das Ganze ist zu einem Versteckspiel geworden. ...durch die Leitplanke durchfahren. Ich dachte, ich könnte jetzt einfach geradeaus durch die Leitplanke durch und denen so entkommen. Aber es hat ja nicht so gut funktioniert. Also ich meine, sie wissen gerade nicht, wo ich bin. Wenn ich von hier aus jetzt irgendwie zu einem Safehouse käme, dann hätte ich es ja auch geschafft, irgendwie. Also hier unten ist zum Beispiel eins. Aber das war jetzt nicht wirklich so, wie ich mir das vorgestellt hatte, muss ich ja sagen. Das hatte ich mir ein bisschen schöner erhofft. War mal ein schöner Flug, oder? Hopp. Okay, der hat mich nicht weiter gesehen. Soweit so gut. Guck ich mal, ob ich jetzt hier lang fahren kann. Ja, das sieht gut aus. Heatstufe 3, ja moin. Also jetzt fahre ich das definitiv zu Hause. Mit denen lege ich mich jetzt erstmal nicht mehr an. Aber auch wenn ich nur gerade so Heatstufe 3 angekratzt habe, bedeutet das doch, dass ich jetzt einen erhöhten Multiplikator bekomme. Wenn wir da draußen sind, haben die Cops was zu tun. Ja, das sieht wohl so aus. 75.000, die nehme ich gerne. 17.000 Rep-Gewinn, nehme ich gerne.
Jo. Okay, jetzt habe ich es weggedrückt. Hast du einflussreiche neue Freunde? Ich darf dir jetzt nämlich weitere Teile verkaufen. Wir sind Stufe 23. Wir haben es geschafft, Leute. Außerdem fliegen hier gerade einige sehr interessante Autos durch, in die man aber eine Menge Kohle stecken muss, bevor die schnell werden. Ja gut, außer jetzt hier Z06 und Carrera, da, ja, brauchen wir nicht drüber reden, die sind schnell. Ist okay, ist okay. Mercedes AMG GT Roadster. War da der, den du gemeint hattest, lieber Kommentareschreiber? Falls ja, könnten wir uns den nämlich mal ansehen demnächst. Aber davon mal ab, ich meine Diablo, ein geiles Auto, unbestritten, Ikone der 90er. Polestar ist interessant, sag ich mal. Acura NSX entspricht ja dem Honda NSX. Ist auch ein cooles Auto, auch wenn es eine Neuauflage ist, aber die haben sie gar nicht schlecht gemacht. Targa Top finde ich cool. Cabrio finde ich cool, beziehungsweise Roadster hier auch. Das Ding ist auch nice. Corvette geht natürlich auch immer. Der Mini ist ein bisschen ulkig, den kann man aber bestimmt cool zum Offroader umbauen. Der ist ganz nice. Der ist ganz nice. Der ist auch cool. Ja gut, und der Käfer. Ich meine, was will man sagen? Ist halt ein Käfer. Ich glaube, für die Kultiker geht's irgendwo nicht mehr. Okay, soweit so nice. Halbe Stunde pro Folge peile ich an und wir haben hier eine ganze Menge neue Teile frei. Und wir haben 75.000 auf Tasche. Ach so, ich dachte, wir hätten jetzt 75.000 zusätzlich gemacht, aber die haben wir insgesamt. Okay, dann werden wir hier jetzt nicht so einkaufen können, wie ich es mir wünschen würde. Was haben wir denn hier bei den Hilfssystemen neu? Reparaturkit. Einen gewissen Teil des Fahrzeugschadens. Im Moment haben wir Nitro-Auffüllung. Ich glaube, da bleibe ich mal beim Nitro. Sekunde mal kurz. So. Nee, das Lied brauche ich jetzt wirklich nicht. Ach ja, nehmen wir sowas. So als dezente Begleitmusik. Die Kupplung würde uns einen Punkt bringen für 11.000. Das ist mir ein bisschen zu happig für das bisschen Bonus. Nitro. Ah, Nitro könnten wir jetzt auf 3 Tanks aufbauen. Das wäre dann so ähnlich, wie wir es beim Offroad-Auto hatten. Oder wir können auf einen 4-Kilo-Tank gehen. Das ist natürlich schon verlockend, muss ich sagen. Erhöht aber gerade nicht unseren Leistungsindex. Und den müssen wir erhöhen, um weiterzukommen. Das erhöht den Leistungsindex schon mal um 6 Punkte. Ebenfalls um 6 Punkte. Ebenfalls um 6 Punkte. Und lass mich raten, für 21.000 ebenfalls um 6 Punkte. Jawohl. 21.000, das heißt, das kriegen wir dreimal hin. Dann ist schon wieder rum. Na gut. Kurbelwelle. Dann noch ein bisschen Software drauf. Und einen dickeren Kühler. Dickerer Kühler ist nie verkehrt. Ich denke mal, darauf können wir uns wohl einigen. Und jetzt bleiben noch 12.000 und Apps übrig. Ganz ehrlich, ich könnte mir sogar vorstellen, die jetzt noch eben in die Kupplung zu investieren. Ein Punkt extra noch. Ja. Alright, ganz fertig sind wir noch nicht. Den Auspuff müssten wir noch aufrüsten. Dafür fehlen aber gerade die Kohlen. Aber gut, so wie das Auto jetzt dasteht, können wir auf jeden Fall mit den nächsten Story-Missionen weitermachen. Und das machen wir dann in der nächsten Folge. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zusehen. Hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß dabei. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, ciao. Euer Kerge.